Oh Mann, ich hoffe, es kommt auch bald wieder eine Vorratskiste, denn ein paar Heiltränke könnten wir wieder gebrauchen. Oh, und Vivian hat sich jetzt entschlossen, auch ein Level abzuhaben. Okay, also hier hat sie bisher nichts. Belebung. Du rufst wohlmeinende Geister herbei, die es dir und deinen Verbündeten ermöglichen, den Kampf fortzusetzen. Die Gesundheit sämtlicher Gruppenmitglieder, auch bewusst, wird vollständig wiederhergestellt und du bist darüber hinaus während der Dauer des Zaubers von einer Glyphe umgeben, die die Gruppe auch weiterhin heilt. Wow. Also das nenne ich doch mal eine tolle Fähigkeit. Ich glaube, Vivian sollte die echt lernen. Dann wäre sie echt eine sehr gute Hilfe. Natürlich können wir es auch erstmal noch nutzen, um unsere anderen zu heilen. Ach, für jeden noch eine, na dann. Sind dort draußen. Weniger, dank euch. Hawk hat auf den Wehrgängen zahlreiche Leben gerettet, Inquisitor. Schön. Nicht alle Wächter gegen uns. So der Erbauer will, können wir vielleicht vernünftig mit Karel reden. Opfert euch. Ein Plan, na dann. Werde ich mir, wenn ich hier fertig bin, wahrscheinlich noch ein paar Dolche machen. Wächter, eben jene Welt, die zu schützen wir geschworen haben, hat uns verraten. Die Inquisition ist hier, Clarell. Wir haben keine Zeit für feierliche Worte. Diese Männer und Frauen geben ihr Leben, Magister. In Tevinter mag das nichts bedeuten, aber für die Wächter ist es eine heilige Pflicht. Es waren viele lange Jahre, mein Freund. Zu viele, Clarell. Wenn mein Schwertarm den Wächtern nicht mehr dienen kann, muss es eben mein Blut tun. Das wird es. Haltet sie auf! Wir müssen das Ritual beenden! Abwarten. Clarell! Wenn ihr das Ritual beendet, tut ihr genau das, was Arimond will. Und was? Die Verderbnis bekämpfen? Die Welt vor der dunklen Brut beschützen? Wer würde das nicht wollen? Und ja, das Ritual erfordert Blutopfer. Hasst mich dafür, wenn ihr wollt. Aber hasst nicht die Wächter dafür, dass sie ihre Pflicht tun. Wir bringen die Opfer, zu denen kein anderer bereit ist. Unsere Krieger sterben für eine Welt, die ihnen niemals danken wird. Und dann bindet euer Verbündeter aus Tevinter, die Magier, an Korypheus. Korypheus? Aber er ist tot. Diese Leute würden alles sagen, um euch zu verunsichern, Clarell. Na, sie scheint zu zweifeln. Holt ihn her! Tja. Auf uns hört man eher, du Arsch. Bitte, ich habe schon mehr als genug Blutmagie gesehen. Sie ist den Preis niemals wert. Ich habe die Hälfte von euch persönlich ausgebildet. Zwingt mich nicht, euch zu töten, um diesen Wahnsinn zu verhindern. Haltet euch mit dem Ritual bereit, Clarell. Dieser Dämon ist eurer Stärke wahrlich würdig. Was besonders, denkt an eure Geschichte. Ich habe Wächter verschont. Hört mir zu! Ich habe keinen Streit mit den Wächtern. Ich habe verschont, wen ich konnte. Ich will euch nicht töten, aber ihr werdet benutzt. Und einige von euch wissen das auch, nicht wahr? Diejenigen Magier, die das Ritual vollzogen haben,
sind nicht mehr sie selbst. Sie waren meine Freunde, doch jetzt sind sie wie Marionetten. Lasst euch nicht von Angst beherrschen, Wächter Tschernow. Er hat keine Angst, sondern ihr. Ihr fürchtet, dass ihr all diese tapferen Männer und Frauen umsonst in den Tod geschickt habt. Euer Mut ehrt euch, meine Brüder und Schwestern. Doch dies ist der falsche Weg. Ihr wurdet getäuscht. Clarell, wir sind so weit gekommen. Ihr seid die Einzige, die es zu Ende bringen kann. Wir sollten vielleicht herausfinden, wie viel Wahrheit in diesen Anschuldigungen steckt. Womöglich können wir ja weiteres Blutvergießen vermeiden. Womöglich sollte ich aber auch einfach einen verlässlicheren Verbündeten hinzuziehen. Mein Meister wusste, ihr würdet kommen, Inquisitor. Und er hat mir das hier geschickt, um euch willkommen zu heißen. Oh, ich hab... Oh ja, sehr böses Gefühl. Wow. Was hat die schöne Statue denn getan? Auf. Korypheus Schoßtier. Gut so, Clarell. Clarell, wartet. Wow. Der Feigling haut wieder mal ab. Helft dem Inquisitor! Oh nein, nicht schon wieder so ein Vieh. Auf der Level 15, naja. Au. Jetzt wäre schön, wenn ich schon den Riss öffnen könnte, aber... Jetzt, wo es wieder etwas ruhiger wird, geht's wieder. Oh nein. Oh nein. Der blöde Drache spuckt hier auch noch was drum, ja. Yeah.
haben's gleich. Erledigt. Wie denn das Mistvieh? Wie kommen wir hier raus? Folgt Clarell. Es ist der einzige Weg, der uns bleibt. Mächtige Blitzessenz. Na dann. Mal schauen, wo war Clarell denn? Wow. Okay, da war sie endlich nicht. Ich glaube, da ist sie lang, oder? Oder auch nicht. Laut der Anzeige ist sie dort lang. Na gut. Ich vertraue mal der Anzeige. Oh! Wo kommt ihr näher? Jetzt, wo ich es natürlich nicht mehr brauche, kann man vielleicht den Riss öffnen. Na gut, egal. Na, na, na. Wer wird denn hier schon wieder spucken, ja? Oh, oh. Dämonen! Oh. Das ist Drecksvieh! Das ist Clarell. Stehen bleiben. Ja, ich kann es überhaupt nicht ab, wenn der blöde Drache hier rumfliegt. Oh oh. Was passiert denn jetzt? Ihr habt die Wächter vernichtet. Da ist einer sauer. Das wart ihr selbst, ihr dämliches Miststück. Ich habe euch nur ein klein wenig Macht vor Augen geführt und ihr wart begierig darauf, eure Hände in Blut zu tauchen. Wow. Ihr hättet einem neuen Gott dienen können. Ich werde der Verderbnis niemals dienen. Oh nein. Das war's so mit Clarell. Im Krieg. Wachsam in Friedenszeiten. Wow. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Hier stirbt keiner. Oh. Haben wir gerade da echt einen Riss geöffnet, um uns zu retten? Oh, oh. Das verspricht ja schon viel.